Hallo, willkommen. Ich habe etwas gefunden im Netz, was die Generation von heute wirklich wahrlich beschreibt. Ich kann es einmal mal vorlesen. Unser Telefon ist kabellos. Das Kochen ist feuerlos. Das Essen ist fettlos. Das Leben ist inhaltslos. Der Anstand ist gegenstandslos. Das Volk ist orientierungslos. Die letzten 2 Jahre, wir haben es selbst miterlebt. Unsere Elite ganz oben ist skrupellos. Sie will uns ja in den Krieg führen. Sie verkauft Tötungswaffen, anstatt zu helfen. Die Gefühle sind herzlos. Babys werden immer mehr vaterlos. Warum? Es wird ja alles für den Krieg gemacht, oder? Die Väter müssen dann in den Krieg. Ob wir wollen oder nicht. Wir hatten das schon mal alles. Die Kinder werden immer mehr manierlos durch mangelhafte oder ja keine Erziehung. Die Jugend ist arbeitslos durch zu wenig Perspektive. Die Regierung ist einfach nur noch schamlos. Schamlos in der Hinsicht, dass sie uns offen ins Gesicht lügt und auf uns spuckt und uns tritt mit Worten, die sie dann gegen uns anwenden. Wir haben es die letzten Monate jetzt miterlebt. Das, was uns gesagt wurde am Anfang, wurde gleich nachdem sie das bekommen haben, was sie wollten, für null und nichtig erklärt. Was sind denn unsere Politiker eigentlich, die das alles machen? Eigentlich sind sie wertlos. Politiker, die nicht die Wahrheit sprechen, haben für Deutschland auch keinen Wert. Menschen aus dem Volk müssen das Land regieren, nicht Menschen, die das Volk gar nicht kennen. Daher bin ich aber noch sprachlos, wie sich die Generation entwickelt. Die Generation entwickelt sich negativ. Ich war in einer Generation noch geboren, die wenigstens noch Anstand hatte. In einer Generation des Umschwungs. In einer Generation, wo man noch probiert hatte. In einer Generation, wo man sich in der Schule verabredet, um nachmittags draußen zu spielen. Draußen zu spielen. Das haben wir heute kaum noch. Es ist schade. Ob wir das wieder bekommen, ist eine andere Frage. Aber wir sollten wenigstens an uns arbeiten, denn das, was wir jetzt machen, ist immer nur noch hängen lassen und auf Menschen hören, die immer nur noch inkompetent sind. Wir entwickeln uns geistig zurück, indem wir einfach nicht mehr selbst nachdenken und andere über uns entscheiden lassen. Das ist schade. Denkt mal drüber nach. Wer entscheidet über euch? Ihr selbst oder die Regierung? Ihr selbst oder die Medien? Ihr selbst oder die Pharmainstrumente? Wer entscheidet? Was habt ihr in den letzten 2 Jahren alles mitgenommen? Und welche Entscheidungen wurden euch abgenommen und welche Entscheidungen habt ihr eigentlich noch getroffen? Das ist gute Frage, nächste Frage. Damit verabschiede ich mich mit der Folge. Denkt mal drüber nach. Bildet euch eure eigene Meinung.